Deutschland sucht das Grundgesetz, hier mit Jay Jörg Berchem, also Mahnwache am Kölner Heumarkt bei wieder Traumwetter. Da ist der Dom. Ja, Jörg zeigt so schon auch in der Tiefe auf, ja, Zweifel an Wissenschaft, die uns auch verschippen will und vergiften kann. Hin zu einer ganzheitlichen, naturheilkundlichen Sicht. Gleich gibt es eine geleitete Meditation, eine stille Zeit. Dankbar zu sein. Dankbar für Gesundheit und Körper sein. Einseitiger Berichterstattung. Ich fordere eine offene Diskussion zur Verhältnismäßigkeit der Corona-Maßnahmen. Der Corona-Tod der Demokratie verhindert man nicht. Den Tod durch der Demokratie verhindert man nicht durch Masken. Geteilt den mit allen Menschen, die derzeit auf der Flucht sind, weil Kriege vom Zaun gebrochen werden müssen. Ich sage gerade, dass wir unseren Atem mit allen teilen, unsere Luft, unsere Atemluft, die wir nicht mehr richtig ein- und ausatmen sollen, die wir maskieren sollen. Aber wir teilen sie selbst mit Merkel, Spahn und Drosten und Bill Gates. Miteinander verbunden ist. Wir sind doch alle Menschen miteinander verbunden. Und so sind alle Menschen miteinander verbunden. Egal, ob Abstand halten oder nicht. Egal, ob Masken oder nicht. Wir bleiben verbunden im Herzen, als Menschen, als Seelen. Leider sind die hier sehr laut. Das ist halt ein eingesessener Treffpunkt. Die Mut haben, ihre Rechte und die andere einstehen. Nehmt auch wahr und denkt an die, die in der Angst leben, die wirklich überzeugt sind, dass sie derzeit jeden Tag ihr Leben riskieren, in dem Altenheim arbeiten oder in einer Gruppe als Polizisten unterwegs sind. Denkt auch an ihnen und schenkt ihnen Da man das eh nicht richtig hören kann, wünsche ich euch einen wunderschönen Nachmittag. Teilt es weiter, ermutigt andere, solche Aktionen zu machen. Danke.